Viele Thriller, die ich so in letzter Zeit gelesen habe, haben so das Problem, dass sie immer nach so einem ähnlichen Schema ablaufen. Vor allem bei Sebastian Fitzek habe ich das ganz viel das Gefühl. Es ist so dieses Schema F, Schema Fitzek übrigens, dafür steht das F. Und das führt dazu, dass man immer mehr liest und dann immer denkt so, boah, es ist so immer das gleiche. Plot Twist, Plot Twist, Plot Twist und Cliffhanger, 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 und es gibt einem nicht wirklich was Neues, weil natürlich auch die Figuren und die Situationen nicht wirklich Tiefe haben, nicht besonders viel einem geben, höchstens, dass am Ende ein krasser Plot-Twist kommt, so. Ja, wie schaut es denn bei diesem Buch hier aus? Von Michaela Castell, Unsterblich, ist ja auch ein Thriller. Ist ihr das irgendwie besser gelungen? Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Ja, Leute, in diesem Buch Unsterblich von Michaela Castell geht es um Sonja. Sonja lebt alleine in einer verlassenen Hütte in einem Wald am Rand einer kleinen Stadt. Sie lebt dort alleine, weil sie Menschen überhaupt nicht leiden kann. Sie mag es, alleine zu sein. Sie ist da nicht einsam. Sie liebt es, abgeschotten zu sein, weil die Menschen sind eh Kacke und die mag sie nicht. Und das beruht auf Gegenseitigkeit, denn die Menschen in der Stadt, die mögen sie auch nicht. Und man fragt sich so ein bisschen, warum? Warum mögen die Leute sie nicht? Ist das nur aufgrund ihres Jobs, denn sie ist Tierpräparatorin, was schon irgendwie makaber ist und ein bisschen ungewöhnlich so? Ist es nur deswegen oder gibt es dort noch mehr Zusammenhänge? Man weiß es am Anfang nicht. Ja, wie gesagt, Sonja ist Tierpräparatorin. Sie stopft tote Tiere aus für eine teils dubiose Kundschaft, die ihr ja Aufträge gibt, die schon manchmal ein bisschen am Rande der Legalität sind. Und dann kommt es teilweise zu Aufträgen, die halt dann schon krass illegal sind. Und Sonja muss halt anfangen abzuwägen, will sie das machen, weil sie könnte extrem viel Geld dafür kriegen und sie ist sehr verschuldet. Oder ist das vielleicht gar nicht so moralisch vertretbar, was sie da machen soll? Also das gibt dem Ganzen auch so ein bisschen eine Tiefe. Und natürlich, man kann sich es vorstellen, so tote Tiere ausnehmen und ausstopfen, das hat schon auch was leicht Gruseliges. Und da kommen dann schon manchmal so ein bisschen Horrorelemente. Also es gab mindestens so 2 bis 3 Momente in dem Buch, wo ich abends im Bett lag und mir gedacht habe, oh mein Gott, bum, 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 das könnte auch aus einem Horrorroman kommen und mir das echt gut gefallen. Und wenn man diese Situation dann kennt, kommt ein kleines Mädchen dazu, denn Sonja begegnet im Wald einem kleinen Mädchen, Clara. Dieses Mädchen bringt sie dann erstmal nach Hause zu ihrem Vater, Jonathan oder Jonathan, wie auch immer. Und sie sagt erstmal nur ihre Art ist erstmal so, hey, hier, jetzt pass mal auf dein Kind auf, gefälligst. So, das ist hier durch den Wald gelaufen und der Wald ist nichts für Kinder. Pass mal gefälligst auf, dass sie da nicht nochmal rumrennt und jetzt möchte ich auch erstmal nichts mehr mit dir zu tun haben. Du bist ein Mensch und ich mag keine anderen Menschen. Tschüss. So, das ist erstmal der Anfang, aber ja, langsam fragt sie sich dann so ein bisschen, hä, warum ist der mir eigentlich nicht so abgeneigt wie alle anderen Menschen? Alle anderen Menschen hassen mich doch und sind mir doch abgeneigt. Warum er nicht? Und das ist erstmal so, ja, mir macht das, hat es total Spaß gemacht zu lesen, so dieses Zwischenmenschliche dann zwischen den beiden, weil sie lernen sich dann ein bisschen besser kennen und es gab da so unglaublich unangenehme Gespräche zwischen den beiden. Aber so, sie sollen unangenehm sein, diese Gespräche. Und das hat total Spaß gemacht zu lesen, weil man von beiden so den Charakter so ein bisschen besser kennengelernt hat. Und man hat hier tatsächlich einen Thriller, der so viel auf diese zwischenmenschliche Geschichte baut. Und ja, ich weiß nicht, es können Menschen geben, die das Ganze vielleicht ein bisschen klischeehaft finden. Ja, aber ich muss sagen, ich fand das nicht klischeehaft. Mir hat das einfach Spaß gemacht zu lesen. Kurze Unterbrechung. Ich glaube, einige von euch wussten das noch gar nicht. Und zwar habe ich auch einen Instagram-Account. Der war in letzter Zeit zugegebenermaßen gar nicht mal so attraktiv, gar nicht mal so spannend. Aber das wird sich jetzt in Zukunft ändern. Und ich arbeite so ein bisschen an dem Konzept, wie ich YouTube und Instagram so ein bisschen verbinden und verknüpfen könnte, sodass sich beides lohnt. Und ich werde in Zukunft auf Instagram mehr posten. Ich werde mehr so Currently Readings machen oder so Unpackings oder einfach Neuzugänge posten und ich werde jedes Buch, was ich gelesen habe, dort posten mit so einer klitzekleinen Review, schau mal so ein klitzekleines hier auf den ersten Blick, schau mal so, was habe ich davon gehalten und dann werde ich natürlich immer auch für ein längeres Video verlinken. Ich werde hier wahrscheinlich auch
Ich werde es nochmal probieren, so mit Lesemonaten. Ich will da nochmal schauen, wie sich das so ein bisschen anfühlt. Und ja, jetzt würde ich sagen, schaut gerne auf Instagram vorbei. Ich erwarte euch dort. Und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. Viel Spaß! Wir haben also hier diese zwischenmenschliche Geschichte, so diese Beziehung zwischen diesen beiden Menschen. Und auf der anderen Seite kommen dann halt die Thriller-Elemente dazu, weil Sonja ist immer noch Tierpräparatorin und dann kommen Aufträge dazu, die ihr das Leben ganz schön schwer machen, weil sie schon echt krass sind. Und Sonja weiß, puh, vielleicht sollte ich das eigentlich lieber nicht tun, aber ihr wird halt auch viel Geld angeboten und dann kommt sie immer mehr in so Zwickmühlen und aber auch krass brenzlige Situationen, aber in so einem langsamen Tempo. Es ist nicht so dieses Psychothriller-Gehabe, so bam, 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 Action und Plot-Twist und Cliffhanger. So, nein, so baut sich langsam auf und wird immer spannender. Es hat auch eine angenehme Länge, also es geht jetzt nicht ewig lang. So, das hat, was weiß ich, 350 Seiten so. Ich fand das genau perfekt. Und am Ende passiert dann noch was echt Krasses, was Sonja echt so ein bisschen an den Rand des Wahnsinns treibt. So, und da wird dann auch noch mal ein bisschen klar, dass man hier tatsächlich auch wirklich eine Charakterentwicklung sehen kann. Das macht Spaß. Und alles in allem haben wir hier einen Thriller, der aber nicht nur Thriller ist, der ein langsam erzählter Thriller ist, ohne diese krassen Thriller-Klischees. Und gleichzeitig aber auch noch so eine Charaktergeschichte erzählt. Ich will nicht so tun, als wäre jetzt Sonja oder Jonathan so der überkrasse Charakter der Weltliteratur so. Aber wenn man es mal mit anderen Thrillern vergleicht, finde ich die durchaus solide und es hat Spaß gemacht, die beiden zu verfolgen. Das Ende jedoch hat mich erstmal so ein bisschen enttäuscht. Da kam so eine Auflösung, wo meine Reaktion ungefähr so war, so, was? Ernsthaft jetzt? Aha. Es hat mich so ein bisschen verarscht fühlen lassen und das war erstmal so ein blöder Moment, aber je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich das Ende verstanden. Denn es ging jetzt gar nicht mal so krass um diese Auflösung von einem Handlungsplot, der auch eigentlich nur so die letzten 25 bis 50% des Buches eingenommen hat, sondern vielmehr wieder um den Charakter von Sonja. Und das ist ja mal der Killer. Also am Ende wird einem dann doch wieder klar, ja, es war viel Charakterstory, aber es war letztlich doch ein Thriller. Und dann wird einem doch klar, nee, es ging doch wieder einmal mehr um den Charakter von Sonja und die Geschichte, die sie so als Person erlebt hat. Und das hat mir dann doch wieder gefallen. Also muss ich sagen, erstmal schade, dass das nicht direkt durchgedrungen ist, dass ich erstmal enttäuscht war, aber vielleicht auch gar nicht mal so schade, weil so musste ich erstmal ein bisschen mehr drüber nachdenken und habe das dann gecheckt, wie cool ich das dann letztlich doch fand. Und das, muss ich schon sagen, hat mir Spaß gemacht. Also, wenn du dir schon öfters mal gedacht hast, boah, Thriller langweilen mich in letzter Zeit so ein bisschen, weil sie immer das gleiche Schema F haben und immer zu krass auf diese Plot-Twists und Cliffhanger bauen, dann würde ich dir tatsächlich echt mal diesen Thriller-Charakter-Roman von Michaela Castell empfehlen, denn der macht's mal ein bisschen anders, ist aber einfach lesbar und tatsächlich unterhaltsam und ich werde auf jeden Fall mehr von Michaela Castell lesen. Ich bin gespannt, was die anderen Bücher von ihr bieten und ich bin auch sehr gespannt, was sie in der Zukunft noch so treiben wird und wo sie vielleicht mal irgendwann landen wird. Von daher, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.